Ja, vielen Dank für die wunderbare Einführung. Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick geben über das, was wir bei Boeing gemacht haben, damit wir leisere und effizientere Flugzeuge entwickeln können. Ich möchte zunächst einmal erklären, dass jedes Mal, wenn wir ein Flugzeug ersetzen bei Boeing, wir Verbesserungen einbringen. Zum Beispiel der 767, der ist von dem 787 ersetzt worden. Und dann hat man sehr viele Vorteile, wenn man das tut, zum Beispiel 60% geringerer Lärmschleppe, 20% weniger CO2-Ausstoß. Wir machen nicht nur Treibstoffeinsparung, sondern Lärm und auch CO2 wird eingespart. Und bei dem neuen 747, da haben wir 30% geringere Lärmschleppe und 16% geringerer CO2-Ausstoß pro Sitz. Und Sie sehen, dass wir keine Kompromisse hier machen, entweder Treibstoffeinsparung oder Schallreduzierung. Wir machen beides. Und wenn wir hier Ersatz betreiben, dann wollen wir auch trotzdem auch bei den laufenden, fliegenden Flugzeugen immer kleinere Verbesserungen einbringen. Der 737NG hat viele Verbesserungen bekommen in seiner Flugzeit. Und Sie sehen hier einige Themen angesprochen auf diesem Bild, wo wir den Schallschutz betrieben haben. Zum Beispiel, wir haben ein leises Landesystem und dann haben wir die sogenannten Blended Winglets, wo wir nicht nur Sprit einsparen, sondern auch Lärm reduzieren. Hier auf diesem Bild sehen Sie etwas, was oft gezeigt ist, wird, wo wir Vergleich machen mit neuen und alten Flugzeugen und Sie sehen, dass wir auch nachweisen können, dass wir große Erfolge erzielt haben in den nächsten 10, 20 Jahren. Also wenn sich die Technologie dann bewahrheitet, dann können wir sehr viel Lärm einsparen. Wenn es einfach so weitergeht, dann wird es einfach mehr Lärm geben, weil es halt mehr Flugzeuge gibt und deshalb sind wir da aktiv dabei. Um eine Lösung zu finden, ist, haben wir einen Ansatz mit drei Themen gewählt. Also wir wollen nicht nur Effizienz, sondern auch leisere Fahrzeuge und das möchte ich jetzt noch erklären. Wir haben da zum Beispiel Chevrons eingeführt, wir haben fugenlose Akustik, aerodynamische Auskleidung durchgeführt und andere Dinge machen wir natürlich auch, aber in meiner Präsentation heute möchte ich mich auf effizienten Design und Auslegung konzentrieren. Lassen Sie mich beginnen mit einer Grundstrukturerklärung des Flugzeuges. Also diese Grundstruktur hilft sehr stark, es leiser zu gestalten. Oft wird es auch vergessen, zum Beispiel bei der 787, da haben wir 50% Verbundwerkstoffe eingesetzt und das hat natürlich auch das Gewicht einsparen können und weniger Gewicht verbrennt weniger Treibstoff und da sind wir schon besser und auch das Gewicht wird besser. Der Geräuschlevel wird besser. Dann arbeiten wir sehr viel, um die Aerodynamik zu verbessern, also Luftwiderstand verbessern. Und wenn man da ansetzt, dann kann man auch weniger Treibstoff verbrauchen. Das heißt, das Startgewicht ist geringer und das heißt, man ist leichter, die Struktur wird insgesamt leichter und eine bessere Aerodynamik führt insgesamt zu einer Verbesserung des Flugzeugs. Das heißt, das machen wir sehr, sehr intensiv, auch in Zusammenarbeit mit den Konstrukteuren. Das kann einen sehr großen Unterschied bewirken. Die Triebwerke sind natürlich auch eine große Quelle für Schallemissionen. Wir haben jetzt ein günstigeres Nebenstromverhältnis, dann haben wir mehr Schubkraft. Wir können dann auch die Fans geringer in der geringeren Umlaufzeit
Auslaufgeschwindigkeit betreiben und insgesamt so das Geräusch reduzieren. Also Chevrons und andere akustische Auskleidung kann da sehr viel erreichen und ich denke, da haben wir doch schon viel getan. Um den Schall zu reduzieren, müssen wir als Ingenieure stückweise vorgehen. Und so sehen wir zum Beispiel den Motor. Wir schauen ihn an als Fan, als Ventilator, der Lärm macht oder als Verdichter oder der Brenner. Also wir gucken uns jedes einzelne Element an und insgesamt schafft dann das gesamte Netz hier eine Verbesserung. Dann schauen wir uns auch die Flugzeugzelle an. Dann haben wir die Vorderflügel und die Landeklappen und die produzieren ja den Schall. Also es wackelt und dann hört man das unten als Geräusch, indem sich halt die Landeklappen bewegen. Und so führen wir Studien durch, um hier in den einzelnen Bereichen Verbesserungen herbeizuführen. Und das ist wirklich eine Priorität von uns. Bei 747, da hatten wir ein sehr kompliziertes Landeklappensystem, zum Beispiel die Triple-Slotted Landeklappen, also die drei Schlitze hatten und jetzt haben wir ein Doppelschlitzsystem. Ich zeige Ihnen gleich mal, wie das aussieht. Das hat schon Verbesserungen gebracht und wir haben insgesamt das Landeklappensystem vereinfacht. Da hatten wir weniger Wartungsaufgaben und auch weniger Geräusch und es ist fantastisch. Es kann wirklich das, was es machen soll, es kann die, Geschwindigkeit reduzieren beim Landen. Und wenn man solche Lösungen entwickelt, dann muss man sehr viel Arbeit auch interdisziplinär anwenden über Jahre hinweg. Und Sie sehen hier die älteren Landeklappensysteme beim 747-400. Und das neue Design, das haben wir bei dem 8er eingeführt. Und es funktioniert manchmal sogar besser. Es ist aber viel einfacher konstruiert, das neue System. Funktioniert nicht nur gut, sondern hat auch weniger Schall. Und wir können natürlich nicht nur das Landeklappensystem ohne Betrachtung der Strömungsverhältnisse verändern. Auch das muss berücksichtigt werden. Wir können sehr viel Lärm und Schall reduzieren, indem wir das Design betrachten. Und dann passiert Folgendes. Sie haben dann ein besseres Flugzeug, das leiser ist. Also wir wollen da überhaupt keine Kompromisse machen. Wir wollen da keine Kompromisse machen, Sprit sparen oder Schallreduzierung. Nein, wir wollen beides. Dann versuchen wir noch andere Dinge, wie zum Beispiel die Toboggan-aerodynamische Verkleidung des Fahrwerks. Das haben wir auf dem 777 2005 ausprobiert. Da haben wir ein Programm gehabt, wo wir solche Verbesserungen ausprobieren konnten. Und zur Messung des Schalls haben wir Mikrofone unten aufgestellt, auf dem Boden. Das sind diese kleinen weißen Punkte auf dem Boden. Das sind 614 Mikrofone insgesamt, die hier im Gelände verteilt wurden. Und so kann man wirklich den Schall darstellen, bildlich darstellen. Dann kann man sehen, wenn zum Beispiel der Motor hochläuft, wenn die Landeklappen ausfahren etc. Da kann man genau sehen, zu welcher Situation welcher Schall produziert wird. Und bei diesem Toboggan-Verkleidungssystem haben wir das, wie gesagt, bildlich dargestellt. Das hat wirklich sehr stark geholfen, hat auch hier den Anflugswinkel mit verändert und die Toboggan-Verkleidung, aerodynamische Verkleidung, hilft sehr stark, vor allen Dingen beim Landeklappensetzen. Wir haben immer wieder über die Wirbelsysteme, Verwirbelungssysteme gehört. Das war sehr interessant. Wir haben bei dem 777 hier Folgendes festgestellt. Hier bei den Flüdingen hatten wir diese Anti-Icing-Düsen und bei einem
einem Demo-Programm haben wir festgestellt, dass das auch noch zusätzlichen Lärm erzeugt. Das heißt, wir wollten da nicht weitere Materialien einsetzen, wollten gucken, wie wir denn sonst den Lärm reduzieren konnten. Wir haben da unterschiedliche Formen ausprobiert und das ist hier so eine Form, die wir entwickelt haben. Es ist genauso groß, aber ist leiser. Also alle 777er von 2002 an haben diese Luftschlitzsysteme so ausgelegt, wie Sie das hier sehen. Und das haben wir jetzt in der Gesamtproduktion so eingeführt. Das leise Technologie-Demonstrator-Projekt QTD2 hat sich auch noch mit weiteren Dingen befasst, weitere Elemente, die wir einführen wollten, die wir getestet haben. Wir haben die Chevrons ausprobiert, wir haben die Fahrwerksysteme ausprobiert und die spleißfreie Beschichtung. Und wir haben hier eine fugenlose Auskleidung, akustische Auskleidung des Triebwerkes. Da können wir 40% mehr erreichen. Dieses System haben wir bei den neuen Flugzeugen. Und natürlich müssen da unterschiedliche Maßnahmen ergriffen werden. Die Mikrofone habe ich hier angezeigt, die wir auf dem Boden installiert haben. Und diese ganzen Tests, die wir durchführen müssen, also das ist ganz schön viel Arbeit, muss ich Ihnen sagen. Aber was sehr schön ist bei so einem Flugtest-Demonstrationsprogramm, ist, dass wir, übrigens dieser Demonstrator haben wir 2005 begonnen und 5 Jahre später hatten wir schon die Flugzeuge in der Produktion. Das heißt, durch ein solches Programm können wir die Einführung von der Entwicklung beschleunigen. Wir können so schneller Fortschritte machen, als erst in 20 Jahren oder 30 Jahren damit kommen. Der 747-8 ist das neueste Flugzeug bei uns und hat all diese Elemente, die ich eben beschrieben habe. Lufthansa benutzt das für die Interkontinental-Passagierflüge und es ist nicht nur treibstoffeffizient, 16% Einsparung, sondern wir haben 30% weniger Schallteppich. Und das zeigt noch einmal, dass wir da überhaupt keine Kompromisse machen. Beide Punkte sind für uns wichtig. Das Flugtestprogramm ist sehr, sehr nützlich, um die Einsetzung von neuen Technologien zu beschleunigen. Wir haben ein Konzept entwickelt, das heißt Eco-Demonstrator-Programm. Die Idee dabei war, dass wenn wir wirklich das schon bei den Flugzeugen einsetzen können, wir schnellere Innovationen brauchen und anwendungsfertige Technologien. Das heißt, wir wollen auch die Leute motivieren und dann sieht man, dass die Mitarbeiter sich da total anstrengen, sich im ganzen Flugzeug anschauen, wo sie noch etwas verbessern können, ihre Visionen weiterentwickeln und wirklich vorankommen wollen. Wir haben diese Programme letztes Jahr durchgeführt. Beim 737 haben wir das ausgemacht, da haben wir das ausgeliehen, diese 737, haben das dann getestet und dann werden wir sehr bald schon den 787 im Flug haben mit vielen neuen Technologien, 40 neuen Technologien, Avionics, neue Strukturen, aerodynamische Verkleidung etc. Und dann haben wir noch ein 747, wo wir auch sehr bald die Neuerungen einbringen. Das heißt, wir machen eigentlich jedes Jahr dieses Flugtestprogramm, um insgesamt die Zeit zu verkürzen bis zur Einführung einer neuen Technologie. Denn normalerweise ist es ja so, wenn die neue Technologie kommt, dann soll sie ja auch den Menschen nutzen. Das zeigt Ihnen nochmal die Technologien, die wir beim 737 getestet haben. Adaptive Flügelhinterkanten, Abströmkanten, die auch Schall reduzieren kann. Dann variabler Bereich für die Düsen. Da kann man sehr viel Schall einsparen beim Starten und beim Landen. Dann haben wir auch die Vibration in der Kabine reduziert.
reduzieren können. Das war ein sehr erfolgreiches Programm. Dann haben wir mit einem japanischen Partner einen Test durchgeführt, um zu gucken, wie Brennstoffzellen zum Beispiel sich verhalten. Dann haben wir auch iPads eingeführt für Piloten, damit wir die neuesten Wetterbedingungen dort übertragen können oder auch andere Umgebungsbedingungen übertragen können. Und das war sehr, sehr hilfreich. Das war eine Breitbandverbindung, wo man wirklich immer auf dem neuesten Stand war bezüglich Wetter etc. Das haben wir bei Washington DC dann auch eingesetzt, haben das dann vorgeführt. Und der Fluglotse hat damals gesagt, jetzt kann keiner mehr starten. Und dann haben wir gesagt, wir schauen uns das an. Wir hatten dann ein Loch in den Wolken gesehen über unser iPad-System und dann konnten wir dann unser Flugzeug landen lassen, trotz schlechter Wetterbedingungen. Also Technologie kann hier helfen. Das ist ein Foto, wo wir diese neue Technologie haben für die Ventilatordüse, die Schall reduzieren soll. Also so sieht die aus. Das kann man vielleicht nicht so gut erzählen, aber hier sehen Sie die adaptive Strömungskante, die sehr aerodynamisch ist. Dann haben wir auch diesen höheren Gleitwinkel ausprobiert, über den ja jeder schon spricht. Wir wollten das aber selber auch testen, wollten den Schall dann auch messen mithilfe dieser Mikrofonsysteme und auch für die Piloten herausfinden, wie sich das anfühlt, ob es anders ist für sie bei diesem steileren Gleitflug. Und dann haben wir halt auch die versetzte Schwelle ausprobiert und wir können Schall reduzieren um 3,5 Grad. Das haben wir herausgefunden. Das war bei 1000 Fuß gemessen. 3,5 Dezibel konnten da eingespart waren und das ist wirklich ein Unterschied. Und für die Piloten war diese Technik auch nicht so viel anders. Das war früher ja immer ein Thema für sie gewesen, weil sie diese lange Landefläche vor sich hatten. Und jetzt hat sich das aber verändert. Also wir wollen wirklich einfach die Themen insgesamt angehen, das ganzheitlich betrachten und wenn irgendjemand Hilfe braucht, zum Beispiel Fluggesellschaften oder so, dann können wir sie unterstützen, damit wirklich die neueste Technik hier ganz schnell umgesetzt wird. Nun meine Zusammenfassung. Also unser Satz war, dass Schallreduzierung kein Kompromiss sein muss, sondern es sollte eine gute Designpraxis werden. Wir wollten die Flugzeuge so entwickeln, dass sie effizient sind und trotzdem lärmreduziert sind. Wir können hier weitere Verbesserungen hervorbringen, indem wir technisch innovativ sind. Das ist zwar noch nicht so bekannt. Wir machen bei bestehenden Flugzeugen kleine Verbesserungen, können trotzdem große Wirkung erzielen. Wir machen jedes Jahr Demonstrationsprogramme, um insgesamt die Zeit zu verkürzen, bis wir diese neuen Technologien auf den Markt bekommen. Das heißt, wir testen viel, wir entwickeln viel innerhalb dieser Flugtestprogramme. Und da ich ja 10 Minuten Zeit einsparen sollte, damit wir Zeit für Fragen haben, glaube ich, sollte ich jetzt aufhören und ich habe mein Ziel erreicht. Ja, das war perfektes Timing und wir haben noch genügend Zeit für Fragen oder Kommentare. Now it's your time. Ask about the future of Boeing. Please. Ja, bitte dort hinten. Hier, Mikrofon. Mikrofon wird Ihnen gebracht. Sie haben ja erwähnt, dass ein geringeres Flugzeuggewicht zu weniger Schallbelastung am Boden führt. Ist es so, dass das geringere Gewicht zu höherer Last führt, dass mehr Cargo dann geladen wird und dass das dann nicht die gezielte Wirkung erzielt? Also ich denke, dass die Schubanforderungen vom Triebwerk dadurch reduziert werden und geringerer Schub reduziert dann auch den Schallpegel. Okay, further questions, weitere Fragen, Kommentare? Bitte schön. Bitte? Herr Haag, werfen Sie es hin, er fängt das. Danke.
Dankeschön. Thank you very much. Ja, vielen Dank für diese beeindruckende Präsentation. Eine Frage. Können Sie sich kurz vorstellen? Karl-Heinz Haag, Lufthansa. Eine Frage, die vor einigen Minuten schon gestellt wurde. Was glauben Sie, wie werden zukünftige Flugzeuge aussehen? Welche Form werden sie haben? Das Flugzeug, das Sie uns gezeigt haben, zeigte eigentlich immer sehr traditionelle, konventionelle Flugzeuge. Also die Flügel und dann der die Flugzelle. Können Sie alternative Formen vorstellen, die weniger Geräusch emittieren und in der Zukunft zu erwarten sind? Ich glaube, in den nächsten 10 Jahren glauben wir, dass die Flugzeuge eigentlich noch so aussehen wie jetzt. Dann glauben wir, nur weil es noch so aussieht wie vorher, ist es aber noch immer nicht die gleiche Technologie. Der 787 sieht immer noch aus wie der 767, aber eigentlich ist da alles erneuert worden. Also die Verbundwerkstoffe sind eingesetzt und die Chevrons zum Beispiel. Und die Aerodynamik ist anders. Also oft ist es so, dass die Technologie nicht unbedingt die Form verändert. Und bei Boeing hatten wir ja schon die Blended Winglets. Und da hatten wir schon in Kalifornien in dem X-487C eingesetzt. Also sah auch nicht anders aus. Wir haben eine Studie für die NASA, Gentles 3 Contract durchgeführt und der M plus 3 nun. Wenn Sie das mal nachlesen wollen, dann sehen Sie, was für neue Formen wir da auch erdacht haben. Also da haben die gesagt, das sieht aus wie ein Zuckerrohr. Also das ist ein Hybridfahrzeug, wo mit Batterien getestet wird, wo der Antrieb hier erneuert werden soll und Alternativen erdacht werden. Aber ich hatte nur 30 Minuten, habe dann 20 gebraucht, deshalb habe ich nicht über all diese Themen sprechen können. Hier noch eine Frage über die Blended Winglets. War das eine Kooperation mit NASA oder haben Sie da nur Orientierung bekommen? War das Boeing allein, die das gemacht haben? Wer hat es gezahlt? Also das ursprüngliche Boeing-Konzept sah so aus, dass diese Flügel eigentlich sehr konventionell aussahen. Also wenn man sich die Geschichte mal anschaut, da waren diese Flying Wings schon bekannt. Also den Rumpf kann man haben und dann kann man das direkt auch an den Rumpf anbauen, sollte das direkt zum Rumpf integriert werden. Also dann hat Bob Liebeck, ein Ingenieurskollege, daran gearbeitet und Boeing hat da viel investiert und wir hatten da auch von der NASA Unterstützung bekommen, finanzielle Unterstützung bekommen und es hat sich gezeigt, dass jetzt dieses Design Vor- und Nachteile hat und wir schauen uns an, was man da noch weiter verbessern kann. Noch eine Frage dort hinten. Können Sie sich auch kurz vorstellen, Herr Krüger? Yes, sir. My name is Uwe Kröger von Vereinigung Cockpit. Ein Verband der deutschen Piloten. Ich möchte Ihnen erst einmal danken und auch Airbus danken, der Kollegin zuvor, dass Sie diese einzelnen Elemente und Bereiche vorgestellt haben, wo wir etwas verbessern können und den Schall reduzieren können. Sie als Kollege von Boeing, Sie haben ja Flugzeuge in der ganzen Welt. Haben Sie Anreizsysteme von Regierungen, von Fluggesellschaften oder Flughäfen oder anderen Behörden, die Sie unterstützen? Gibt es da Unterschiede, wie man in den Vereinigten Staaten zum Beispiel mit dem Thema umgeht oder in asiatischen Ländern und Europa oder Australien? Diese Frage hat viele Facetten, aber ich versuche Ihnen hier eine allgemeine Antwort zu geben. Zunächst einmal, wenn es um aktiven Schallschutz geht, dann haben wir uns ja hauptsächlich mit Flugverfahren befasst und Boeing führt Studien in unterschiedlichen Teilen der Welt. Ich war in Louisville, habe mit CDA gearbeitet und habe auch in Amsterdam
Amsterdam gearbeitet. Und diese aktive Schallschutzverfahren, die braucht ja viele Partner, Flughäfen, die Gemeinden, die Fluggesellschaften, die Regierung etc. Das machen wir auch, dass wir die alle zusammenbringen. Anreizprogramme zur Schallreduzierung, natürlich ist das überall anders, aber Schall- und Lärmbelästigung wird überall ein Thema, auch in Peking und auch in Neu-Delhi. Also viele denken ja, die Inder, die machen sich gar keine Gedanken darum. Auch da ist es ein Problem geworden und da gibt es Kompromisse, da gibt es Flugpläne für Montag bis Mittwoch oder Mittwoch bis Freitag und da wird alles verändert, damit unterschiedliche Gemeinden belastet werden. Und auch dort hat sich die Denke verändert. Also meine persönliche Meinung ist, dass eines Tages die Flugzeuge so leise werden, dass es ihnen egal ist, ob es landet oder nicht, genauso wie das auch bei den Autos ist. Aber CO2 wird oft vergessen. Also ich hoffe, dass da beides jetzt in den Angriff genommen wird, dass ein Flugzeug so leise wird, dass man tagsüber überhaupt nicht mehr vernimmt, ob eins fliegt oder nicht. Wir haben noch Zeit für weitere Fragen. Können Sie sich kurz vorstellen? Dirk Fiebern, Lufthansa Flight Captain. Ich war früher Pilot-Captain bei der Lufthansa. Sie haben über die 373 gesprochen. Die nächste Generation ist dann eine Verbesserung des älteren Modells. Also wir haben bis zu 500 Passagiere pro Flugzeug. Gibt es auch Betrachtungen oder Projekte, dass Flugzeuge mit höheren Kapazitäten, also bis zu 1000 Sitzen, da verändert werden? Oder erwarten Sie das für die nächste Zukunft nicht? Das ist sehr schwer, das richtig zu verstehen. Die Akustik ist nicht so gut. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, geht es um die Größe der Flugzeuge. Geht das in Richtung 1000 Sitze? 1000 Sitze, ist das das Ziel für neue, modernere Flugzeuge? Denn mehr Passagiere könnte dazu führen, dass die Flugzeuge schwerer werden und schwere Flugzeuge sind nicht leiser. So habe ich es verstanden. Also wir haben uns mit der Größe der Flugzeuge eigentlich noch nicht befasst. Boeing hat Daten erhoben darüber, was der Markt nachfragt und nur wenige wollten ein solches großes Flugzeug. Also wir schauen uns natürlich den Markt jedes Jahr an und die Zahlen gehen da jedes Jahr nach unten. Also wir haben gesehen, dass man treibstoffeffizientere Flugzeuge haben möchte, kleinere also, und es gibt viele Faktoren. Viele wollen ja Non-Stop-Service und die wollen Flugzeuge in der Größe, die auch voll besetzt sein können und wollen dann auch zwischen zwei Städten leicht ihren Service anbieten können. Und in den 90ern, da hatte man sich neuere, größere Flugzeuge angeschaut, 600 Sitze zum Beispiel. Da können wir auch die neuen Schallschutzregelungen erfüllen, aber die Herausforderungen sind schon größer. Aber 1000 Passagiere, das haben wir uns noch nicht angeschaut. Also wie groß kann man werden? Wir glauben, dass der Markt eigentlich mehr Service haben möchte, aber leisere Flugzeuge. Also der Markt reguliert das alles. Letzte Frage dort hinten. Bitte auch wieder vorstellen. Heinrich Weyer, DLR. Die Anstrengungen von Boeing bezüglich der Open Rotor Technik sind schon 30 Jahre alt. Was für eine Position haben Sie heute? Glauben Sie heute in offene Rotor Technik, damit Sie wirklich die Anforderungen der Zukunft bezüglich Schallschutz erfüllen können? Ich glaube, jeder glaubt, dass offene Rotoren Geräusch machen. Das stimmt wohl. Ich habe offene Rotoren schon 1987 in den Niederlanden im deutschen niederländischen Windkanal getestet und ich habe auch daran gearbeitet. Ich bin ja auch Ingenieur.
Und naja, vielleicht gibt es aber irgendwann einen klugen Ingenieur oder ein Team, die offene Rotoren entwickeln können, die leiser sind, geräuschärmer sind. Also jetzt sagt man, es ist sehr laut, aber man kann nicht von der Hand weisen, dass es neuere Modelle gibt, die Sprit sparen und leiser sind. Also wir machen da ja auch sehr viel Forschung. Wir arbeiten mit Triebwerksherstellern zusammen. Das ist für uns trotzdem noch eine Option.